Da du hier auf den Kanal gefunden hast, gehe ich davon mal aus, dass du irgendwie entweder später mal Vollzeit-Trader sein möchtest oder dass du zumindest mal mit dem Trading dir irgendwie ein Nebeneinkommen aufbauen möchtest. Damit das auch ganz gut funktioniert, will ich dir ganz gerne aus meiner mehr als 6-jährigen Börsenerfahrung jetzt so ein paar Sachen mit auf den Weg geben. Ich will dir etwas aus meiner Laufbahn erzählen und dir einfach bloß sagen, okay, gut, wo bin ich vielleicht mal richtig abgebogen und wo bin ich aber auch mal falsch zwischendrin abgebogen, mit der Idee, dass du dich irgendwo wiederfinden wirst und dann weißt du, okay, das sind vermutlich meine nächsten Schritte. So könnte ich es eigentlich auch richtig machen und mir vielleicht mal ein bisschen Zeit sparen insgesamt. Deswegen Augen auf, Ohren gespitzt, viel Spaß mit dem Video. Zunächst einmal möchte ich dir ganz gern so ein bisschen meinen Weg erklären. Ich will dir ganz kurz meine Laufbahn zeigen, dass du erstens mich ein bisschen besser kennenlernst, aber auch zweitens so eine Vorstellung hast, wie könnte auch dein Weg potenziell aussehen. Sorry, und danach gucken wir einfach bloß mal, was könntest du vielleicht aber besser machen, ein bisschen effizienter gestalten letztendlich. Okay, erstens, wie bin ich an die Börse gekommen? War 2017, okay, schon einen Ticken eher, hatte ich immer so überlegt, von wegen, wie könnte ich online Geld verdienen oder wie kann ich allgemein Geld verdienen und so weiter und so fort. Mein Vater ist Handwerker, deswegen, das hat mir natürlich mega Spaß gemacht, aber dachte ich, okay, irgendwo bist du da auch nach oben mit begrenzt letztendlich. Ne? Ich denke, das wirst du so ein bisschen mal verstehen und das Gefühl vielleicht auch irgendwo kennen. Sprich, dachte ich, okay, gut, online ist vielleicht eine ganz gute Alternative, da kannst du verschiedene Sachen hochskalieren, mal gucken, was da geht. Und hatte ich am Anfang irgendwas probiert, so das Typische von wegen, wie wäre es, wenn man vielleicht Affiliate-Marketing macht, wie wäre es, wenn man Dropshipping macht, so diese typischen Sachen, die man irgendwo so im Internet liest letztendlich. Ne? Aber irgendwie nichts davon hat mir so richtig gefallen oder zugesagt letztendlich, beziehungsweise ich wusste auch gar nicht, wie soll ich da eigentlich so richtig starten tatsächlich? Ne? Entsprechend, irgendwann habe ich aber so ein bisschen von Börse gelesen, dachte, okay, warte mal, Börse ist eigentlich interessant, weil da ist ja ganz viel Umsatz, da geht ganz viel Geld von links nach rechts, von oben nach unten, überall geht ganz viel Geld hin. Wie wäre es, wenn ich mir davon immer bloß ein ganz kleines Stückchen rausschneiden kann? Das reicht ja für mich schon zum Leben, das ist ja schon dann für mich eine große Menge. Stell dir einfach bloß vor, irgendwo jemand tut 10 Milliarden bewegen und ich tue davon 0,01% kriegen, da bin ich ja trotzdem happy, weil das trotzdem gigantisch viel ist letztendlich. Ne? Ich denke mal übrigens jetzt bloß im Nachhinein drüber, über so meine Laufbahn, dass das so ein bisschen der Grund ist, warum ich auch zum Scalping gekommen bin, weil das von der Grundidee, von dem Trading-Stil auch quasi eins zu eins dasselbe ist, aber das ist eine andere Geschichte für ein anderes Video vielleicht mal. Auf jeden Fall dachte ich, okay, gut, Börse, du musst dir irgendwie Börse beibringen, aber kein Dunst gehabt, wie es geht. Das heißt, das allererste, was ich damals gemacht habe, ist, ich bin wie ist die Seite auf rebuy.de gegangen? Genau, da kannst du so gebraucht Bücher und Filme und Haufen so Zeugs kaufen. Jetzt wahrscheinlich kannst du dort auch Tablets und so alles kaufen. Keine Ahnung, war ich jetzt länger nicht mehr auf der Seite drauf. Aber auf jeden Fall rebuy.de. Und da habe ich dann dort einfach bloß auf Börse eingegeben. Und dann hat es mir angezeigt, so Haufen Bücher, so Allgemeinbörse-Zeugs, dann so Fundamental-Zeugs und technische Analyse-Zeugs. Ne? Da habe ich erstmal auf den ersten Blick erstmal alles in den Warenkorb reingeschmissen. Da gibt es halt die Bücher, weißt du, für 3 Euro oder sowas, ne? Anstatt für 15 Euro, weil es halt schon gebraucht ist. Ne? Und ich dachte, okay, die Qualität von dem Buch ist mir total egal, mir geht es ja um den Inhalt, von da tue ich halt die Bücher einfach billig kaufen. Und da habe ich dann 24, 25 solche Bücher mir dort in den Warenkorb geschmissen, habe die alle bestellt. Und irgendwann gab es gerade so kam so ein fettes Paket bei mir an mit den ganzen Büchern. Die habe ich auch heutzutage noch alle, wobei ich halt jetzt noch ein paar mehr Bücher auch habe. Und da habe ich als allererstes mir, weil ich dachte, okay, du musst dir das Wissen aneignen letztendlich und anschließend kannst du dann handeln. Das war so ein bisschen die Idee tatsächlich. Ne? Entsprechend alle Bücher durchgelesen, also auch sehr interessiert, ganz taglos auch gelesen gehabt, um das Zeug durchzuarbeiten und dachte dann so, okay, gut, jetzt handelst du mal. Da habe ich ein bisschen im Internet mal rumgeguckt, habe dann damals ein paar Leute kennengelernt, die haben so News Trading auch betrieben und da dachte ich mir, okay, News Trading, das macht natürlich voll Sinn. Du siehst irgendwie einen Chart und am Ende siehst du irgendwo noch eine Nachricht zu vielleicht der Adidas-Aktie oder sowas und dann denkst du, okay, das ist eine positive Nachricht. Entsprechend einfach die Aktie kaufen, fertig. Ne? Dachte ich, dass es so simpel ist, ist es leider halt eben nicht tatsächlich. Ne? Das war so der allererste Grundgedanke, den ich hatte. Habe auch damals natürlich gedacht, hey, ich bin schlauer als alle anderen, ich direkt mit Echtgelddepot anfangen. Habe dann vielleicht weiß ich, 1500 Euro oder sowas in so einem Depot drin gehabt, glaube ich, oder vielleicht 1000 Euro hatte ich gehabt, weiß ich jetzt nicht. Da war ich halt noch ganz jung auch, ne? Da war Geld sowieso anderes Thema nochmal. Und da habe ich am Anfang erst auch tatsächlich ein paar Gewinne gemacht. Dachte, okay, ja, na klar, kannst das ja, bist dann ein kluger Kerl, so in etwa, ne? Nase auf Wolke 7 gewesen. Und dann allerdings kam so ein bisschen doch die Realität und dann habe ich doch wieder alles abgegeben und noch mehr Verlust gemacht. Dann habe ich irgendwann gecheckt, okay, warte mal, so leicht ist es ja doch gar nicht. Auch wenn meine Strategie scheinbar für mich Sinn ergibt, ist doch nicht ganz so easy tatsächlich. Entsprechend das Geld wieder erstmal ausgezahlt, es waren vielleicht dann noch so 600, 700 Euro oder sowas übrig, glaube ich. Geld wieder ausgezahlt, dachte, okay, musste anders anfangen, mach erstmal irgendwo so ein Musterdepot auf. Da bin ich dann damals bei onvista.de rausgekommen. Und habe dann dort quasi mir so ein Musterdepot aufgemacht, war vielleicht damals Spielgelddepot mit 10.000 Euro, glaube ich, oder sowas, ne?
dachte ich mir so, okay, gut, du tust jetzt so lange das Demokonto handeln, bis du profitabel bist. Das war so ein bisschen die Idee gewesen. Du tust das so lange handeln, bis du das wirklich kannst, bis du sagst, okay, jetzt habe ich einen festen Handelsstil, auch immer, was das dann sein mag. Und das habe ich quasi auch gemacht. Ich habe zunächst einmal weiter dieses News-Trading probiert, habe allerdings gemerkt, okay, erstens, News zu interpretieren ist total schwierig, weil je nachdem, ob Long oder Short, kann ich so in beide Richtungen immer etwas drehen letztendlich, ne? Weil es so ein bisschen mit der Erwartungshaltung immer im Voraus zusammenhängt. Kurzes Beispiel dazu, dass ihr das ein bisschen bewusster wird. Angenommen jetzt, die Federal Reserve Bank meldet einen Zinsentscheid und jetzt heißt, der US-Leitzins ist jetzt bei 5%. Da gibt es die eine Tradergruppe, die sagen, okay, ja, hey, so hohe Zinsen irgendwie, da können sich ja bloß die Firmen teuer Geld leihen, das heißt, schwerer refinanzieren. Das heißt, die können vielleicht weniger, weil die keine Kredite aufnehmen können, tun die halt vielleicht weniger Investitionen machen. Das heißt, den Aktienkurs kann nicht so schnell wachsen, sondern vielleicht sogar eher fallen letztendlich, okay? Die andere Berufsgruppe oder die andere Tradergruppe sagt, hey, warte mal, nur 5%, hey, es wurde doch 5,5% Leitzins erwartet. Das heißt, das ist ja viel positiver, weil die ja doch noch billiger einen Kredit kriegen könnten als bei 5,5% zum Beispiel. Entsprechend, das ist ja positiv für die Leute, ne? Das ist ja positiv für die Firmen. Zack, können die Kurse steigen. Das heißt, allein an diesem simplen Beispiel, und ich hoffe, du konntest mir da ein bisschen folgen, merken wir, die eine und dieselbe News, Leitzins ist auf 5%, kann sowohl shortig als auch aber longig interpretiert werden, je nachdem, was man vorher für eine Erwartungshaltung vielleicht auch gehabt hat letztendlich, ne? Wenn ich dachte, hey, der Leitzins wird bloß bei 4% stehen und dann wird auf 5% gemeldet, natürlich denke ich, dass die Kurse fallen werden. Wenn ich allerdings dachte, dass der Leitzins bei 6% steht oder bei 5,5%, da gehe ich davon aus, okay, hey, das ist ja doch besser, die kann ja wieder steigen zum Beispiel, ne? Das ist halt natürlich so eine Geschichte, dann sind natürlich auch viele Algorithmen dabei, ist aber noch ein anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, okay, warte mal, News-Sachen, erstens interpretieren ist verdammt schwierig und aber auch zweitens, den ganzen Tag vor einem News-Ticker zu sitzen und zu warten, bis irgendwas passiert, ey, das ist auch gar nicht mein Ding gewesen, da hatte ich so auch null Lust drauf tatsächlich, ne? Das ist auch für die Augen zu anstrengend, fand ich, und von daher bin ich davon ein bisschen weggekommen, dachte, okay, wenn es dieses News-Trading nicht ist, was kannst du noch so machen? Und da bin ich dann auf die technische Analyse gekommen, dachte, okay, warte mal, vielleicht kann ich damit ein bisschen mehr anfangen. Entsprechend, das habe ich gemacht. Ich bin dann habe nach Chart-Softwares gesucht, habe einfach bloß diese OnVista halt, wie gesagt, gehabt. Da kann man auch Charts analysieren. Allerdings ist das halt nicht so das allerbeste Tool, muss ich sagen. Ja, aber für damals total fortschrittlich gewesen, fand ich. Und dann bin ich auf traderfox.com gestoßen. Und das ist auch eine Plattform, die ich zum Beispiel auch aktuell immer noch nutze. Das ist zum Beispiel das, wo ich euch, meinetwegen zum Beispiel die Indizes, ich tue es euch mal ganz kurz zeigen, wo ich immer zum Beispiel hier die Indizes auch mit einblende. Ne? Das hier ist diese... Ups, jetzt seht ihr das hier. Das hier ist diese TraderFox-Software zum Beispiel, ne? Die ihr, denke ich, schon überall mal bei mir in den Videos gesehen habt, beispielsweise. Auf jeden Fall habe ich dann quasi TraderFox genommen, dachte, okay, gut, technische Analyse, tust damit irgendwas machen, aber hast natürlich noch keinen Plan so richtig, tust also auch bei Indikatoren reinballern. Habe dann RSI genommen, MACD, irgendwelche Gleitdurchschnitte und so weiter und so fort. Ich nutze diese typischen Sachen, habe ich dann erstmal genommen und dachte, okay, daraus tust du jetzt auf jeden Fall die Strategie bauen. Und das ist immer so gewesen. Ich habe irgendwas angefangen mit Indikatoren zu machen, dann lief das 2 Wochen blendend. Da dachte ich immer so, hey krass, jetzt hast du hier einen Stein der Weisen so in etwa, ne? Jetzt hast du hier einen goldenen Löffel. Und dann nach 2 Wochen hat sich herausgestellt, naja, das ist doch jetzt nicht so die beste Strategie. Das sieht einfach immer bloß daran, wenn man quasi irgendwie was Neues probiert, dann kannst, also ihr müsst wissen, quasi jeder Indikator hat verschiedene Marktphasen, wo der sehr, sehr gut läuft oder wo auch mal sehr, sehr schlecht läuft. Und scheinbar hatte ich damals immer so ein bisschen das Glück gehabt, dass wenn ich zum Beispiel den MACD-Indikator gewählt habe, dass er gerade eine Trendphase gewesen ist. Entsprechend hat er mir ganz gute Signale geliefert. Ne? Und entsprechend, allerdings, wenn dann der Trend vorbei gewesen ist und wir sind bloß noch seitlich zum Beispiel gelaufen, hat der MACD-Indikator immer bloß noch Fehlsignale gegeben. Ne? Das war dann zum Beispiel entsprechend eine sehr schlechte Phase. Und das war halt immer die Realisierung von wegen, ich habe jetzt goldenen Löffel entdeckt zu, nee, warte mal, ich habe doch noch nichts drauf, ich habe doch noch keinen Plan von irgendwas. War immer sehr interessant, muss ich da mal sagen. Aber gut, da habe ich natürlich am Anfang erstmal so ein bisschen was mit Aktien versucht gehabt und dann war das Problem allerdings, diese Aktien, die konnte ich bloß, bis ganz, ganz früher, ne, aber ich will jetzt nicht ganz so weit ausführen, habe ich auch bloß erstmal ETFs dann gehandelt, weil ich dachte, okay, wenn bei ETFs irgendwas funktioniert, dann wird es auch bei einzelnen Aktien funktionieren, logischerweise, ne, weil das ja ein Bestandteil von dem ETF und sowas ist, ne. Aber irgendwann, wie gesagt, war ich bei Aktien, dachte, okay, ja, Aktien ist cool, schön und gut, aber ich kann die immer bloß noch auf dieser Long-Seite handeln, ich kann die immer bloß kaufen und das ist irgendwie auch doof, ich will auch von fallenden Kursen profitieren. Und dann habe ich irgendwann quasi das Hebeltrading entdeckt. Da habe ich sowas gelesen, irgendwann von K.O.-Zertifikaten. Das wirst du sicherlich auch schon kennen. Und da dachte ich, okay, krass, mit K.O.-Zertifikaten kannst du sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse setzen. Das ist ja total geil eigentlich. Ne? Das macht doch voll Spaß. Auf fallende Kurse, geile Sache. Ne? Jetzt bin ich richtiger Trader so in etwa. Und das Ding ist allerdings, ich habe nicht so ganz gecheckt gehabt, dass diese K.O.s, also das auch auf Aktien gibt. Sonst wäre ich halt beim Aktientrading wahrscheinlich erstmal hängen geblieben, muss ich sagen. So habe ich halt K.O. auf DAX und Nasdaq damals bloß entdeckt gehabt. Ne? Und da dachte ich, okay, gut, DAX, das kennst du, das ist der deutsche Aktienindex, ja, da sagt dir was, tust du den halt einfach handeln mit K.O.s.
damals auch, das war dann quasi auch so ein Knackpunkt, hatte ich wieder dann mein Demokonto gehabt, konnte Long und Short gehen, allerdings noch kein Plan auch von erstens Strategie, zweitens aber auch von Risk Management, was natürlich ein wichtiger Teil von so einer Strategie ist letztendlich. Dachte okay, naja, du musst Hebel nehmen, du musst auch richtig Geld machen, machst Hebel 100, das sieht ganz gut aus, da tut sich das schnell bewegen, das ist geil letztendlich, da kannst du viel handeln. Das Ding ist auch hier, es hat eine Zeit lang sehr, sehr gut geklappt und dann allerdings gab es den einen Tag, und da hatte ich immer so diese Phase gehabt, von wegen, es lief 3, 4 Tage richtig gut tatsächlich, auch immer, was ich gehandelt habe, ist total egal. Ne? Da lief es so 3, 4 Tage gut, dachte okay, jetzt läuft es richtig geil und dann irgendwann, ich habe ja nie Stop-Loss und sowas genutzt, das war immer bei mir so, wenn ich ins Plus gelaufen bin, habe ich die Gewinne mitgenommen, wenn ich ins Minus gelaufen bin, habe ich halt gewartet, bis ich wieder im Plus bin, so in etwa. Ne? Das war auch so eine Sache von meinem Money Management, was ich früher dachte, ist ganz geil. Ne? Ich dachte immer so, okay, hey, langfristig steigt zum Beispiel der Markt immer, also wenn du Long handelst, kannst du das auch immer aussetzen und sowas. Ne? Short ist dann ein bisschen schwieriger gewesen, aber es war kein Problem. Auf jeden Fall, irgendwann kam natürlich der Tag, der kommen musste. Ich habe halt mein Depot offen gehabt, war damals fast auch all in gewesen und habe halt, dann lief der Position aber halt gegen mich letztendlich. Ne? Das war totale Gier, auch zum Glück bloß ein Demokonto gewesen, ne? Aber totale Gier gewesen. Ich dachte so, ja geil, heute machst du richtig viel und sowas. Und wie es kommen musste, Position läuft gegen mich und danach, ich habe quasi wirklich, ich weiß noch wie heute, ich habe die Position eröffnet und danach der DAX macht bloß noch, Long DAX gewesen und dann macht der DAX bloß noch so hier. Ging eine Stunde lang nur noch nach unten und dann halt quasi also per K.O. quasi ausgenockt worden, ausgestoppt worden. Und entsprechend da quasi das Depot quasi auf null runtergesetzt und erstmal alles schön an die Wand gefahren, tatsächlich. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, warte mal, das kannst du eigentlich nicht so machen. Das ist ganz schön gefährlich. Das macht auch gar keinen Sinn. Du musst jetzt irgendwas mit Stop-Loss und sowas machen. Und da hat sich das so quasi Stück für Stück entwickelt letztendlich, ne? Und ich will es nicht noch weiter ausholen, aber das war so quasi so meine Anfänge. Der Rest ist quasi Geschichte, ne? Ich habe dann letztendlich mein Risk-Management langsam gefunden. Vor allem auch ganz wichtig über mein Trading-Tagebuch. Das ist jetzt zwar schon die zweite Version, aber na gut. Ich habe halt damals noch ein anderes Trading-Tagebuch gehabt. Da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, was muss ich so für ein Chance-Risiko-Verhältnis Stück für Stück quasi anpassen? Tue ich ein CRV von 5 dauernd handeln? Das heißt, ich tue zum Beispiel 100 Euro riskieren, aber will 500 Euro gewinnen. Oder tue ich ein CRV, also Chance-Risiko-Verhältnis, CRV abgekürzt, ne? Von 1 nutzen. Das heißt, für jeden Euro, den ich gewinnen könnte, tue ich aber auch 1 Euro, den ich potenziell verlieren könnte, riskieren letztendlich. Ne? Das war einfach eine Sache, das habe ich über mein Trading-Tagebuch gemacht. Wobei auch hier ganz wichtig, am Anfang hatte ich da null Bock drauf gehabt. Das hat sich dann erst so mit der Zeit ergeben, dass ich gemerkt habe, okay, warte mal, du solltest dir vielleicht doch mal ein paar Notizen machen tatsächlich. Ne? Und entsprechend ein Trading-Tagebuch gemacht und da habe ich so Stück für Stück meine Strategien gefunden. Damals ging das dann so bei mir los, vor allem der DAX-Trading, weil das hat mich echt ein bisschen ganz schön angefuchst, muss ich sagen. Ne? Dieses kurzfristige Ding und der DAX, der bewegt sich so schön schnell. Die Aktien waren meistens für mich dann langweilig gewesen, aber DAX, oh, das ist geile Sache, ne? Und da habe ich dann so immer auf YouTube sowas eingegeben wie so DAX-Trading-Strategie und Haufen so Sachen. Und da habe ich dann zum Beispiel einmal damals eine Trendfolgestrategie entdeckt und von der habe ich Teile immer noch heute in einem meiner liebsten Handelssysteme, was ich hier auch schon auf YouTube geteilt habe vor ein paar Wochen, mit dem EMA 20, EMA 50. Ne? Da gibt es so ein Video, Trading-Strategie 2024, habe ich es, glaube ich, genannt. Das auf jeden Fall mal angucken. Da habe ich eine Strategie eine halbe Stunde lang sehr intensiv geteilt und davon habe ich damals auf YouTube einen anderen Vorläufer quasi gefunden. Und so hat sich das ein bisschen ergeben, dass ich da quasi meine Strategien gefunden habe, wo ich dann quasi entsprechendes Money Management drauf angepasst habe. Da ich dann irgendwann plötzlich doch eine funktionierende Strategie für den DAX gehabt. Das war natürlich ganz cool gewesen, allerdings halt nur im Demokonto erstmal. Habe dann auch parallel, habe ich immer nach weiteren Strategien auch gesucht tatsächlich. Ne? Ganz wichtig jetzt vielleicht auch für dich am Anfang, ich habe nur eine Strategie gehabt. Und dann dachte ich, okay, gut, das habe ich bloß eine Trendfolgestrategie. Ich bräuchte auch was, wie ich vielleicht in Seitwärtsphasen zum Beispiel profitieren kann. Und so habe ich quasi dafür eine Strategie gesucht. Und dann dachte ich, okay, warte mal, jetzt gibt es noch die und die Situation. Brauche ich noch eine andere Strategie vielleicht. Wisst ihr, wie ich meine? Dass ich quasi Stück für Stück habe ich mir ein Portfolio an Strategien aufgebaut gehabt, wo ich quasi echt in jeder Situation ganz gut agieren kann. Aber damals halt, wie gesagt, bloß erstmal der DAX. Problem war bloß dann dabei, ich saß dann immer den ganzen Tag vorm Rechner, habe versucht, einen DAX zu handeln. Und jetzt habe ich irgendwann gemerkt, wenn die US-Börse aufmacht, da tut sich der DAX sehr wenig bewegen. Da ist dann eher die Nasdaq oder zum Beispiel auf jeden Fall die US-Börse halt interessanter, die bewegt sich dann plötzlich mehr. Entsprechend habe ich dann irgendwann angefangen zu sagen, okay, wie wäre es, wenn ich quasi meine DAX-Strategien der Nasdaq mal umsetze. Das hat schon mal ganz gut geklappt tatsächlich. Deswegen habe ich quasi alle 1:1 auch für die Nasdaq übernommen, habe aber auch dort noch 2 weitere Strategien für mich später mal entwickelt gehabt. So hat sich das quasi insgesamt alles gegeben. Jetzt habe ich früher oder später auch was mit Bitcoin mal probiert, dass das auch 1:1 funktioniert und so weiter und so fort letztendlich. Okay, aber das ist quasi so grob meine Laufbahn. Jetzt vor einem Jahr, also ich sage mal 2023, habe ich auch angefangen mit Fremdkapital noch zu handeln, neben meinem Eigenkapital. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Und genau, von daher, was ich auch sagen wollte, auf jeden Fall noch was wichtig ist, diese ganze Demokonto-Geschichte, dieses Trainieren, da habe ich ungefähr 2 Jahre gebraucht. Und dann nach den 2 Jahren, also ich sage mal nach 1,5
1,75 Jahren, nach ein und einem Dreivierteljahr. Okay? Da hatte ich dann eine Phase gehabt, wo ich mir schon sehr, sehr sicher war tatsächlich in diesem Demokonto. Und da hatte ich dann so 3, 4 Monate in Folge wirklich auch mal Gewinn gemacht tatsächlich. Ne? Und dachte ich, okay, gut, jetzt ist das so ein Punkt, wo du sagen kannst, jetzt kannst du es nochmal mit dem Echtgeld probieren. Damals, wie gesagt, ich war immer noch armer, junger Kerl so in etwa. Ne? Habe ich dann knapp 3.000 Euro, ich habe gerundet, 3.000 Euro habe ich irgendwo zusammenkratzen können. Und die habe ich dann in diesem ersten Echtgeldjahr, was ich dann gehabt hatte, tatsächlich verfünffacht, auf 15.000 hochgehandelt. Im nächsten Jahr habe ich es dann nochmal verdreifacht, da hatte ich wirklich eine sehr stabile Basis plötzlich. Jetzt ging das natürlich echt total irre. Ding ist allerdings folgendes, bevor ich das wirklich machen konnte, habe ich, wie gesagt, 2 Jahre lang Training gehabt letztendlich, okay? Dieses Verfünffachen und Verdreifachen letztendlich, ne, das kommt ja nicht von irgendwo her. Du kannst nicht auch direkt starten, denken, ich tue jetzt mein Depot verfünffachen, das hat er ja auch geschafft, ne? Wie gesagt, ich habe da halt vorher auch schon 2 Jahre an Training gehabt. Okay, ich habe da wirklich auch viel Erfahrung schon gesammelt. Wirklich sehr, sehr viel Bildschirmzeit. Ich habe da jeden Tag 3, 4, 5 Stunden vor dem Rechner gesessen, wenn nicht sogar teilweise noch mehr insgesamt. Ne? Das darfst du nicht vergessen. Da ist wirklich viele, viele Stunden da reingeflossen. Und entsprechend so hat sich das eigentlich alles ergeben. Und seitdem, wie gesagt, ich habe meine Depots noch weiter. Ich versuche jetzt jedes Jahr, versuche ich den Verdoppler. Ich schaffe es nicht immer tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, aber ich versuche einen Verdoppler zumindest zu schaffen und habe jetzt, wie gesagt, auch noch Fremdkapitalkonten und habe jetzt quasi auch noch meinen Trading-Room, wo ich jeden Abend live trade und ein paar Videokurse und so ein Zeugs, das wirst du vielleicht alles auch schon kennen. Aber das ist quasi erstmal so insgesamt meine Laufbahn. Ich merke, 15 Minuten, okay, habe ich ein bisschen verquatscht irgendwo, aber das denke ich erstmal ganz interessant trotzdem, was du weißt, was ist mein Standpunkt, was ist meine Laufbahn gewesen. Ich hoffe, ich habe dir erstmal ein ganz gutes Bild davon gegeben, wie es bei mir so aussah. Okay, und jetzt wollen wir mal Folgendes klären und zwar, was hätte ich eigentlich an dieser ganzen Geschichte besser machen können? Was könntest du vielleicht besser machen? Was für dich auch vielleicht so ein möglicher Weg tatsächlich? Eine ganz kurze Sache noch zwischendrin, weil es mir wirklich wichtig ist. Ich habe hier mal so einen 10-Schritte-Plan, wie man Trader wird. Das ist von mir aus dem Mentoring-Programm, was ich hatte. Ist das aus einem Vortrag jetzt mal rausgemobst quasi, ne? Deswegen erzähl es den Leuten aus dem Mentoring nicht. Ist Spaß, ne? Auf jeden Fall, das ist so ein 10-Schritte-Plan. Tust dir auch gerne mal screenshotten, dass du das immer im Blick hast. Aber was ist quasi so erstmal Konto eröffnen und random traden, habe ich quasi genauso gemacht. Konto plätten habe ich auch perfekt gefunden. Da ist ich auch zwischendrin wirklich, dass ich das doch nicht so richtig kann, muss ich sagen. Da allerdings doch neuen Mut gefunden, wieder angefangen zu traden. Dachte, okay, jetzt technische Analyse, das ist diese Phase dann, wo ich vorhin gemeint habe, von wegen News Trading kann ich ja doch nicht, ist doch schwieriger. Da hatte ich echt keinen Bock mehr so richtig. Dann habe ich gemerkt, okay, warte mal, technische Analyse ist es vielleicht. Ne? Das war genau diese Phase gewesen. Anschließend dann wirklich noch mehr Wissen aneignen. Das war dann so für mich, wo ich angefangen habe, auch tatsächlich auch Studien zu lesen zum Beispiel, wo ich einfach noch viel mehr über technische Analyse wissen wollte, wo ich Saisonalitäten dann angefangen habe zu studieren, Kerzformation angefangen zu studieren, so eine Phase ist dann gewesen. Dann Strategien probieren, das ist das, was ich vorhin meine, zum Beispiel einfach mal random Indikatoren reinschmeißen oder einfach mal viel testen erstmal, auf YouTube mal sowas eingeben, was man so finden kann. Das war dann diese Phase bei mir gewesen. Danach tatsächlich auch die Strategie finden, zum Beispiel, wie gesagt, bei mir so eine Geschichte mit den EMAs damals und einem guten Risk Management. Guter Ansatz, dann hast du immer diese Phase, wo du so ein paar Monate Break-Even bleibst, dann fehlt immer bloß noch so ein minimaler Anpasser, bis du profitabel wirst. Und das ist dann Strategie verbessern, dann tust du meinetwegen ein bisschen, wie gesagt, Break-Even handeln und dann bist du irgendwann wirklich auch profitabel. Und in dieser Phase hier, da schaffst du diesen Sprung in das Echtgeld-Depot. Ganz wichtig jetzt hier, wenn du irgendwann aus dem Demokonto vielleicht in ein Echtgeldkonto wechseln möchtest, tu nicht sofort 50.000 einzahlen, sondern tu so einen Bereich so vielleicht 1.000 Euro bis 3.000 Euro nehmen, okay, vielleicht auch mal 5.000 Euro, aber viel mehr nicht, so 1.000 bis 3.000, 1.000 bis 5.000, das ist das, was ich da immer ganz gerne empfehle, okay, weil du wirst auch merken, zwischen dem Echtgeldkonto und einem Demokonto sind doch nochmal auch so psychologisch so noch ein paar kleine Differenzen einfach bloß, okay, und da musst du dich auch erstmal dran gewöhnen, wie es ist, wenn du tatsächlich plötzlich wirklich mal Geld verlierst oder halt wirklich mal Gewinn machst, okay, das macht so ein bisschen was auch mit dir, das ist quasi in diesem Bereich so und dann, wenn du irgendwann profitabel tradest, das ist jetzt das, was ich quasi auch ausnutzen kann, Zinseszinseffekt, das ist, denke ich, uns allen bewusst, Zinseszinseffekt, ich glaube, Albert Einstein hat auch gesagt, der Zinseszinseffekt ist das 8. Weltwunder, entsprechend, na, ich habe gehört, das war ein ganz kluger Kerl, muss ich sagen, entsprechend soll man darauf vielleicht auch früher später auch vertrauen, ich tue zum Beispiel jetzt in mein Eigenkapital, als auch natürlich durch den Zuwachs auch von Fremdkapital natürlich hier noch mehr ausnutzen tatsächlich, aber bloß, dass du mal nochmal hast, deswegen tue ich vielleicht ganz gerne auch mal Screenshotten, hier tue ich mal ganz kurz ausblenden. Da kannst du das für dich privat auch nutzen, dass du immer weißt, okay, wo stehst du gerade und was hast du so ein bisschen auch noch vor dir, okay? Deswegen jetzt hier Platz 1 und Platz Nummer 2 nochmal. Okay, wie gesagt, für dich, für die private Nutzung, bleibt aber bitte unter uns. Okay. Jetzt will ich dir ganz gern noch ein paar Sachen auf den Weg geben, die ich ganz jetzt anders gemacht hätte in meiner Laufbahn. Das allererste und wahrscheinlich auch mit eigentlich das Wichtigste, was wir auf jeden Fall alle mal realisieren müssen, wenn wir mit Trading starten wollen, ist, dass ich vor allem zu Beginn
nicht direkt im Echtgeldkonto starte, auch wenn es sehr reizvoll ist, aber dass ich vor allem erstmal irgendwas mit dem Demokonto mache. Das Problem ist nicht folgendes: Ich habe damals auch Glück gehabt, ich hatte eh wenig Kohle plus gehabt und da habe ich auch sehr wenig verloren. Allerdings jetzt, ihr müsst folgendes verstehen: Das Geld, was wir haben, das ist unser wichtigstes Werkzeug, was wir als Trader besitzen. Jetzt stell dir mal folgendes vor: Wenn du jetzt Trading starten möchtest und tust direkt im Echtgeldkonto starten, das tust du natürlich am Anfang auf jeden Fall. Das brauchst du mir keine anderen Sachen erzählen. Du wirst auf jeden Fall am Anfang erstmal Geld verlieren, weil einfach noch dir die Erfahrung fehlt. Hat, ist ja bei mir früher auch nicht anders gewesen letztendlich. Ne? Und guck, wo ich heute stehe letztendlich. Das wirst du auf jeden Fall. Du wirst keinen finden. Du wirst wahrscheinlich auch nicht der Trader sein, auch wenn es doof klingt jetzt von mir. Ne? Aber du wirst wahrscheinlich auch nicht der Trader sein, der anfängt mit Traden, sich ein paar Bücher durchliest und sofort das kann und direkt nur noch Gewinne macht. Das wird sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich sein letztendlich. Ne? Deswegen realisier, dass du am Anfang sowieso Verluste machen wirst. Entsprechend, tu doch lieber diese Verluste im Demokonto machen, wo es dir total egal sein könnte erstmal. Und sobald du dann wirklich eine Strategie hast, dann tu doch lieber das Echtgeld nutzen, um dann quasi direkt noch mehr draus zu machen. Weil jetzt stell dir folgendes vor: Du hast 5000 Euro vielleicht, dann tust du damit erstmal anfangen trainieren und tust das Depot dadurch durch deine Trainingsphase auf 1000 Euro runterschrauben. Und jetzt hast du allerdings plötzlich eine Strategie, weil du wirklich sehr, sehr viel gelernt hast, damit du aus den 1000 Euro wieder auf die 5000 erstmal hochkommst. Das ist ein verdammt weiter Weg tatsächlich, ne? Und entsprechend nimmst du dir lieber zu Herzen, du am Anfang wirklich nur Demokonto trainieren, bis du irgendeine Strategie hast, wo du zumindest mal, wie gesagt, 3 Monate, so als Daumenregel, 3 Monate Break-Even bist und dann kannst du ins Echtgeld wechseln. Dabei auch ganz wichtig, erstmal nur kleine Positionsgrößen nutzen, weil ansonsten tust du auch das Ding trotzdem nochmal an die Wand fahren. Weil, wie gesagt, das ist dann so eine Emotionalitätsgeschichte und psychologische Geschichte und sowas, ne? Entsprechend aber am Anfang auf jeden Fall, was ich gemacht hätte, nur im Demokonto trainiert. Wie gesagt, ich hatte ein bisschen Glück gehabt noch damals, aber für mich trotzdem als wichtiger Tipp: Trainieren im Demokonto, vielleicht auch, wie gesagt, ich habe XTB jetzt aktuell als Broker, ist mein Lieblingsbroker mit Abstand. Die haben auch Demokonto. Du kannst auch dort zum Beispiel mit dem Support schreiben, dass das dauerhaft offen ist, das Demokonto. Dann musst du nicht alle 3 Tage auch ein neues machen. Ist zum Beispiel auch eine ganz geile Alternative für dich. Die zweite Sache, die ich auf jeden Fall verbessern würde, ich sage mal grundlegend an der Laufbahn, dass ich erst so Fundamentalzeugs probiert habe und News Trading ist jetzt nicht so verkehrt, weil da habe ich viel Erfahrung gesammelt. Aber spätestens ab dann, wo ich gesagt habe, okay, technische Analyse, hätte ich viel, viel eher in diese Modus reinkommen müssen, zu akzeptieren, dass die Indikatoren nicht so das Allerbeste sind. Es gibt auf jeden Fall keinen Indikator dort draußen und auch keine Kombination von Indikatoren, die immer richtig liegen zum Beispiel. Okay? Oder die zumindest unterm Strich immer richtig liegen, weil ansonsten wären die wahrscheinlich nicht öffentlich. Ne? Das ist doch normales Denken, wenn ich ehrlich bin, oder? Stattdessen, was ja auch Indikatoren sind, die tun ja auch eigentlich bloß die normalen Kerzen, die wir in den Chart sehen, tun die ja auch bloß miteinander davon die Schlusskurse verrechnen und geben dir einen neuen Wert. Deswegen, was ich eigentlich hätte viel eher machen müssen, ist zu akzeptieren, ja bloß, dass diese Preis-Action selbst, das ist die einzigste Information, die wirklich in Echtzeit kommt. Die Information, wo genau jetzt der Kurs steht, das ist das Einzige, was in Echtzeit ist. Indikatoren, die tun sich erst in 20 Kerzen später melden und sagen: Oh, warte mal, hier war doch gerade eben noch was. Weißt du, wie ich meine? Deswegen, ich hätte viel eher da akzeptieren müssen, dass ich Indikatoren nicht wirklich brauche, sondern eigentlich bloß den Preis selbst. Ich brauche bloß den nackten Chart, das reicht mir vollkommen aus. Deswegen, aktuell tue ich immer ganz gerne sagen: Auch Preis-Action ist King und tue auch immer appellieren. Sag mal so als Anfänger, jetzt auch für dich zum Beispiel, wenn du ganz am Anfang stehst, mal 1 oder 2 Indikatoren zu nutzen. Vollkommen okay, ich verstehe es auch, das tue ich auch ganz gerne noch empfehlen, dass man sagt, hey, zu Beginn, so eine kleine Unterstützung braucht man schon noch irgendwo. Aber versuch so schnell wie möglich irgendwann von diesen Indikatoren wegzukommen. Weil irgendwann wird der Fall sein, angenommen, du siehst den Preis, der bewegt sich im Aufwärtstrend und du merkst dann, du nutzt den MACD-Indikator. Irgendwann weißt du doch ganz genau, wenn sich der Kurs so und so bewegt, dann wird auch der MACD wahrscheinlich gleich so und so sich bewegen. Das heißt, irgendwann brauchst du den gar nicht mehr letztendlich, weil du sowieso weißt, was wird wahrscheinlich der Preis machen, weil du die Bewegung schon 30 Mal gesehen hast. Die wird sich wahrscheinlich genauso wieder gerade gleich abspielen. Wisst ihr, wie ich meine? Eine andere Sache, die ich auf jeden Fall ändern würde, ist, dass ich viel eher irgendwie in einer Trading-Gruppe, irgendeinem Trading-Forum oder irgendwas dabei treten würde, dass man quasi nicht ganz alleine immer vor dieser Kiste hier sitzt, sondern halt, dass man sich mit anderen direkt austauschen kann, weil dadurch ist der Lerneffekt enorm groß. Ich bin dann irgendwann erst 2020, im Mai oder Juni bin ich erst in der Community eingetreten. Da war ich allerdings schon mehr als 3 Jahre an der Börse selbst dran und habe vorher noch nie jemand anderes so richtig kennengelernt. Weißt du, wie ich meine? Was ich aber auf jeden Fall empfehlen würde, das habe ich halt quasi bei mir gemacht, durch einerseits selbst meine eigene Trading-Community, aber auch jetzt vor kurzem hatte ich so ein Mentoring-Programm. Da habe ich 3 Monate lang Leute an die Hand genommen, habe denen quasi mit denen versucht, Strategien aufzubauen und die da direkt diesen Weg halt ein bisschen, anstatt 2 Jahre, in 3, 4 Monate hineinzupressen. Weißt du, wie ich meine? Hat auch sehr, sehr gut geklappt. Das heißt, wenn du da direkt einen an der Hand hast, der dir das ein bisschen helfen kann, der dir immer wieder aus Erfahrung etwas erzählen kann, wo ich mich zum Beispiel jetzt in dieser Rolle auch sehe, wenn ich ehrlich bin jetzt, ne? Da machst du viel schneller enorme Fortschritte, weil die Chance ist halt sehr, sehr groß, dass ich
dieselben Fehler gemacht habe, die du jetzt aktuell vielleicht machst. Aber ich weiß es aber auch direkt, was hat bei mir geholfen, um diese Fehler abzustellen. Jetzt musst du nicht selber quasi 10-mal dasselbe Fettnäpfchen reintreten, sondern vielleicht bloß 2-mal in das Fettnäpfchen reintreten. Dann sagst du, okay, warte mal, Christian hier, ich habe das und das Problem. Dann weiß ich, okay, ja, warte mal, das hatte ich ja auch gehabt. Mach mal lieber das und das, geh mal lieber in diese Richtung. Okay, und dann merkst du, tust vielleicht noch ein drittes Mal reinlaufen in das Fettnäpfchen, aber dann beim vierten Mal läufst du schön ringsrum. Weißt du, wie ich meine? Entsprechend tritt irgendeiner Train Community bestenfalls bei. Es gibt genug kostenlose Sachen dort raus. Es gibt bei mir auch wie so was kostpflichtiges. Okay, ist alles möglich, ne? Aber tu auf jeden Fall relativ Zeit also was beitreten. Da gibt es echt tolle Programme dort draußen. Eine weitere Sache, die ich ganz gerne ändern würde, wäre, dass ab dem Moment an, wo ich irgendwie eine profitable Strategie habe, würde ich sofort anfangen, zum Beispiel bei FTMO, bei The Trading Pit, bei Funding Pips, bei Apex Trade und wie sie alle heißen, irgendwo mir Fremdkapital anzuholen. Warum würde ich das machen? Weil die Chance ist ja auch bei dir, denke ich, ganz gut, dass du irgendwann vielleicht eine gute Trainingsphase hinter dir hast, ein Demokonto und dann denkst du, okay, jetzt willst du so ein bisschen anfangen, richtig mit traden. Problem ist bloß dabei, du hast vielleicht noch zu wenig Kapital. Das ist echt das Hauptproblem aller Trader, warum die am Ende doch miese machen, ist, weil die unterkapitalisiert sind. Was ich damit meine, ist, man hat einfach bloß zu wenig Kapital, um entweder sinnvolles Stop-Loss und Take-Profit zu machen, sprich sinnvolles Risk-Management, aber man hat auch einfach bloß zu wenig Kapital, um dass man wirklich so diesen Zinseszinseffekt so richtig losschießen kann. Einfach das Beispiel, bloß stell dir vor, du hast ein 5.000-Euro-Konto, du machst am Tag machst du einen halben Prozent, also echt verdammt viel, okay? Da sind das irgendwie 25 Euro letztendlich, ne? Das macht jetzt nicht so viel Spaß, da sind wir auch als Menschen einfach zu ungeduldig, muss ich sagen. Aber hättest du zum Beispiel ein 100.000-Euro-Konto bei FTMO und du machst dort 0,5%, sind das 500 Tacken, weißt du, wie ich meine? Das ist halt schon mal was ganz anderes, das macht auch viel mehr Spaß. Das heißt, was ich halt ganz gerne machen würde, wenn ich zurückgehen könnte, würde ich mir sofort sagen, hey, sobald du eine profitable Strategie hast, tu die Fremdkapitalkonten aufsammeln. Da tut man einfach so ein bisschen eine kleine Gebühr bezahlen und dann, wenn du dir allerdings die Challenge und sowas bestehst, ich hoffe, du kennst vielleicht diesen Prozess ein bisschen, ansonsten kann ich auch nochmal ein Video drüber machen, dann kriegst du irgendwann das Geld sowieso zurück und kannst sogar dann anstatt mit deinen 1000 Euro, tust du halt mit 100.000 Euro plötzlich handeln. Das ist viel besser, weil du ja echt entspannter auch dein Risk und Money Management und sowas betreiben kannst, weil es einfach besser geht letztendlich, weil zum Beispiel Ordergebühren und Spreads quasi hinten runterfallen, die sind dann so marginal wenig, das kannst du alles dann vernachlässigen zum Beispiel, ne? Bei Kleindepots sind Ordergebühren eines der größten Rendite-Killer tatsächlich letztendlich, ne? Entsprechend, ich habe damals, ja, ich habe letztes Jahr erst angefangen mit Fremdkapitalkonten, sprich nachdem ich schon 6 Jahre an der Börse war. Ich würde es aber am liebsten auch direkt machen, wo ich dann schon nach 2 Jahren meine Strategie hatte. Das hätte viel mehr Sinn gemacht, da hätte ich schon 4 Jahre lang noch mit viel mehr Kapital handeln können. Okay, soweit zu meiner Laufbahn, soweit auch zu Dingen, die ich ganz gerne geändert hätte. Ansonsten muss ich eigentlich sagen, bin ich ganz zufrieden, so wie alles gekommen ist. Trotzdem, zum Ende will ich noch ganz kurz einen ganz wichtigen Appell an dich geben. Und zwar folgendes. Es gibt solche Statistiken, die irgendwie sagen, von wegen 90% der Trader verlieren Geld oder 98% oder Haufen solche Sachen, Hauptsache ganz hohe Prozentsätze und alle verlieren sein Geld scheinbar. Woran liegt das eigentlich? Das liegt einfach bloß daran, dass es sehr, sehr viele Trader da draußen gibt, die denken, okay, ich mache jetzt Börse, dann fangen die an, 2, 3 Wochen zu traden und danach schmeißen die das an und sagen, okay, hey, Mist, ist ja doch schwieriger als gedacht, ich lasse das mal lieber wieder. Die gehen natürlich alle mit in die Statistik rein, tatsächlich, okay? Was ich allerdings sagen könnte, so auch rein von meiner Erfahrung, von Leuten, die länger als 2 Jahre aktiv am Traden sind, würde man darüber eine Statistik machen. Da würde die Statistik auf jeden Fall nicht dabei bei 98% Verlustrate oder sowas liegen, sondern vielleicht bei 50%, 60% vielleicht oder keine Ahnung, jetzt kann ich jetzt nicht so genau sagen, so vom Gefühl her zumindest, ne? Aber auf jeden Fall viel, viel tiefer. Deswegen der Appell jetzt an dich. Nimm dir auf jeden Fall genug Zeit oder bring genug Zeit einfach bloß mit, um das Traden zu lernen. Bleib geduldig einfach. Ganz, ganz wichtig. Das Traden, das lernst du nicht innerhalb von einem Monat oder sowas. Wer sowas sagt, das müsste ich ein bisschen dran zweifeln tatsächlich, ne? So 2 Jahre Pi mal Daumen. Ich sag mal so 1,5 bis 2,5 Jahre. Okay, sowas in diesem Bereich, wenn du das schaffst, so lange durchzuhalten, so lange am Markt noch zu bleiben und nicht dein ganzes Eigenkapital zu verprassen zum Beispiel, ne? Dann bist du auf einem sehr, sehr guten Weg, das mit dem Trading auch auf jeden Fall langfristig hinzukriegen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, du kannst mir jederzeit schreiben, per Mail, per Kontaktformular auf meiner Webseite oder sonstiges oder jetzt hier einfach in die Kommentare, da können wir auch noch viel nochmal klären. Okay, ansonsten wünsche ich dir erstmal soweit viel Erfolg in deiner Trading-Laufbahn und dann einfach bis zum nächsten Video in wahrscheinlich 2 Tagen wieder.